Dies ist das letzte Mal, dass ich auf einem Bundesparteitag die Eröffnungsrede des Parteivorsitzenden halte. Nach 10 Jahren in dem Amt als Vorsitzender der Freien Demokratischen Partei gebe ich heute das Amt ab. Und ich möchte deshalb ein wenig ungewöhnlich zu sonstigen Reden, die ich so oft auch auf Parteitagen halten durfte, mich auf ein paar Gedanken beschränken, aber vor allen Dingen auch ein paar sehr persönliche Worte machen. Vor allen Dingen möchte ich beginnen mit einigen Worten des Dankes. Wir haben in diesen letzten 10 und für mich sind es 17 Jahre, weil ich vorher noch, nachdem Klaus Kinkel so freundlich war, mich zum Generalsekretär vorzuschlagen, 7 Jahre als Generalsekretär gearbeitet habe. Wir haben in diesen letzten Jahren eine ganz außergewöhnliche Erfolgsstrecke gehabt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin dankbar dafür, für die Unterstützung von so vielen. Und mit diesem Dank, weil jeder Erfolg immer nur im Team erarbeitet werden kann, das weiß jeder im Kreisverband, im Landesverband und natürlich auch in der Bundespartei. Deswegen möchte ich rückblickend auf diese 10 Jahre herzlich Danke sagen. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ich möchte Ihnen danken, den Vertretern der Freien Demokratischen Partei. Als ich mich beworben habe vor 10 Jahren für das Amt des Parteivorsitzenden, habe ich mir persönlich nicht vorstellen können und auch nicht damit gerechnet, dass es immerhin 10 Jahre würden. 10 Jahre lang Vorsitzender einer Partei. Hans-Dietrich Genscher, bei dem ich mich von Herzen für so viele Ratschläge bedanke, hat einmal, als er ausgeschieden ist, nach 11 Jahren den Satz gewählt: 10 Jahre zählen viel, 11 Jahre zählen viel. Meine Damen und Herren, und bei der FDP zählt jedes Vorsitzendenjahr fast doppelt. Und ich sage Ihnen, weil es ein Auf und Ab ist, ein Wechselbad der Gefühle ist, all das gehört dazu. Ich blicke zurück auf diese 10 Jahre voller Dankbarkeit. Ich blicke zurück voller Dankbarkeit für das ehrenamtliche Engagement, für das, was Sie geleistet haben. Und ich will es hier vorab sagen: Wer so lange eine Partei führt, der macht auch Fehler. Niemand weiß das besser als ich. Niemand weiß besser als ich, was mir nicht gelungen ist. Niemand wirft es sich selbst auch mehr vor als ich mir selbst. Ich stehe zu jedem Fehler, den ich gemacht habe, und ich stehe auch für jeden Fehler im Laufe dieser 10 Jahre gerade. Ich entschuldige mich auch für jeden Fehler. Aber bitte erlauben Sie mir, dass ich auch mit Selbstbewusstsein hinzufüge: Die letzten 10 Jahre, sie waren unterm Strich durchaus positiv in der Bilanz. Wir haben mehr richtig als falsch gemacht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und natürlich ist es so, liebe Freundinnen und Freunde, dass, wenn man hier steht, dann hat man natürlich auch ein Stück Wehmut des Abschieds im Herzen. Das würde jedem so gehen. Ich werfe mir nicht vor, dass es mir schwerfällt, das Amt abzugeben. Ich verheimliche es auch nicht. Ich würde mir eher vorwerfen, wenn es mir leicht fiele. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber eine Sache macht es mir leichter, nämlich die Tatsache, dass wir eine so hervorragende neue Führungsmannschaft haben, die sich jetzt anschickt, auch die Verantwortung zu übernehmen. In diesen 10 Jahren und in diesen letzten 1,5 Jahrzehnten haben sich so großartige Persönlichkeiten herausgebildet in der Freien Demokratischen Partei, dass ich natürlich einerseits mit ein wenig Wehmut ausscheide, dass ich mich andererseits aber mit Herzen darüber freue, dass wir so exzellente Persönlichkeiten haben, die jetzt die Führung der FDP übernehmen, nach langer Zeit neuen Schwung bringen. Dieses ist ein Parteitag des Umbruchs in der FDP. Und es wird ein Parteitag des Aufbruchs für die Liberalen, auch weil wir so gute Spitzenleute haben, die jetzt die Verantwortung übernehmen, mit Philipp Rösler an der Spitze, den wir unterstützen und den ich auch persönlich unterstützen werde. Ich werde meinem Nachfolger nicht ins Lenkrad greifen. Ich wundere mich schon ein wenig darüber, was es dann für Bemerkungen aus der Opposition gibt. Da melden sich Sozialdemokraten zu Wort. Sie schauen nach Rostock. Das an sich ist gut.
Sie nehmen an unseren Diskussionen Anteil. Sie beobachten natürlich die schwierigen Umbrüche, die jede Partei von Zeit zu Zeit durchmachen muss. Und dann erklären Sie, man sehe doch bei der FDP die Umbrüche, diese Unruhe, die sei gar nicht mehr berechenbar für Regierungsverantwortung. Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Opposition, in diesen 10 Jahren habe ich 6 Vorsitzende der SPD überlebt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Erzählt uns nicht was von Stabilität. Im Vergleich zu euch sind wir der Hort der Stabilität in Deutschland. Und von den Grünen will ich gar nicht reden. Da waren es wahrscheinlich 20, die ich aber erlitten habe. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, darum geht es in der Politik. Darum geht es in Wahrheit auch in den Wahlkämpfen. Das ist es, was wir auch den Bürgerinnen und Bürgern immer wieder sagen müssen, nämlich dass es in der Politik, in den Wahlkämpfen, in der Auseinandersetzung der Demokratie nicht darum geht, dass Parteien sich miteinander reiben, dass Parteien sich streiten, dass Parteien miteinander ringen. Es geht in der Demokratie nicht um den Wettbewerb von Parteien. Es geht in der Demokratie um den Wettbewerb der Geisteshaltungen, die dahinter stehen. Wir stehen eben für eine Geisteshaltung. Und für die treten wir ein. Alle anderen Parteien entscheiden sich im Zweifel für die Ordnung oder die Gleichmacherei. Es braucht eine Partei in Deutschland, die sich im Zweifel immer und immer wieder bei all den Kompromissen, die man machen muss im Leben, für die Freiheit entscheidet. Und Freiheit hat mal bessere Konjunktur und hat mal schlechtere Konjunktur. Und manchmal ist der Zeitgeist auf den Staat getrimmt. Und dann kommen auch wieder Zeiten, wo die Bürger sagen, wir sind das Volk, wir sind die Bürgerinnen und Bürger. Kraft eines Landes ist die Gesellschaft und nicht die staatliche Bevormundung. Und deswegen, ob es ein Auf ist mit der Freiheit oder ein Ab ist mit der Freiheit, wir sind die einzige Partei in Deutschland, die sich im Zweifel für die Freiheit entscheidet, im Zweifel für die Freiheit zur Verantwortung, nicht von Verantwortung. Freiheit und Verantwortung, das ist für uns dasselbe. Das sind 2 Seiten derselben Medaille. Das braucht Deutschland. Das braucht auch die Politik in Deutschland.